Grüß Gott und herzlich willkommen in die neue Woche mit Ländle TV der Tag. Hier die Themen, die wir heute für Sie vorbereitet haben. Die fünfte Jahreszeit wird offiziell eröffnet. Remi-Demi am Marktplatz in Dornbirn. Bischof Erwin Kreutler feiert seinen 80. Geburtstag in Koblach. Und wie gewohnt am Montag gibt es eine neue Ausgabe von Schon gewusst. Das Kachelmann-Wetter folgt zum Schluss. Es ist wieder mal soweit. Die Faschingszeit hat offiziell begonnen. Am 11.11. um 11.11 Uhr startete die Dornbirner Fastnachtzunft mit Remi Demi in die fünfte Jahreszeit. Maschka, Maschka! Schieß der Hafer! Der Klappvogel! Pünktlich um 11.11 Uhr tönte der Dornbirner Narrenruf am Montag über den Marktplatz und läutete damit die fünfte Jahreszeit ein. 107 Tage lang dauert der Fasching heuer in Vorarlberg. Schluss mit dem Narrentreiben ist erst am 26. Februar. Die große Vorfreude war beim Auftakt der 60. Dornbirner Fasnacht-Saison spür- und hörbar. 60 Jahre Dornbirner Fasnacht besteht da. Wir lernen das Ganze. Ganz Dornbir, wie wir die Ibunder sehen, die Narrenöbert sind etwas Spezielles. Das ist das Spezielle an einer, nicht nur an der 60. Saison. 107 Tage haben wir heute 2020 mit 19, wie wir heute begonnen haben. Wir fangen da an mit der Narrenöbert am 17. Jänner. Die Narrenöbert, wir sind 6-mal auf der Bühne im Kulturhaus Dornbirn. Vierstündiges Programm haben wir schon vorbereitet. Es ist wirklich, es bleibt keine Träne, wird trocken geblieben. Wir unterhalten wirklich 4 Stunden lang. Das Narrenhaus, das Kulturhaus ist gefüllt. Wir sind froh darüber und dankbar, dass unsere Dornbirner Bevölkerung und natürlich aus dem ganzen Land uns besuchen kommen. In letzter Zeit wurde in Vorarlberg nicht nur auf politischer Ebene gewählt, sondern auch innerhalb der Dornbirner Fasnachtzunft. Ja, wir haben gewählt. Dornbirn hat auch so gewählt. Die Stadt wird die nächstes Jahr, die Gemeinde wird die nächstes Jahr gewählt, aber die Dornbirner Fasnachtzunft hat 2019 schon gewählt. Es ist zum ersten Mal in der 60-jährigen Geschichte von der Dornbirner Fasnachtzunft eine Frau an die Front gehabt. Wir haben jetzt auch eine Zunftmeisterin. Die Dagmar Fenkert-Kaufmann hat das Amt übernommen. Frauen an die Macht. Was soll ich jetzt dazu sagen? Es freut mich wahnsinnig, dass ich hier wieder Zunft leiten darf. Und ich bin schon mit Leib und Seele schon lange dabei. Und ich hoffe, dass wir alle unter Zunft fest unterstützen. Auch die Stadt Dornbirn überbrachte ihre Wünsche zur Faschingseröffnung. Also ich denke, Jubiläen sind immer was Besonderes. Ob es um eigene Geburtstage geht oder um ein Vereinsjubiläum. Und wenn man jetzt 60 Jahre Fasnacht Zunft wieder hört, oder sozusagen das 60. Mal das schon zelebriert, dann ist das für mich insbesondere einfach ein Zeichen dafür, dass die Tradition hochgehalten wird. Und das ist ein großes Verdienst von der Zünft, dass sie auch vor allem den Jungen diese Freude am Fasching wieder weitergehen können und dass diese Tradition erhalten bleibt. Wir machen weiter mit den Meldungen des Tages. Nach der Volksabstimmung am Sonntag in Ludesch betreffend der Betriebserweiterung von Rauch und Ball steht die Meinung der Bevölkerung darüber fest. Die Mehrheit der Stimmen votierten dagegen. Bischof Erwin Kreutler feierte im Sommer seinen 80. Geburtstag. Diesen Tag verbrachte er bei seinem Volk am Xingu in Südamerika. Die Gruppe Koblach am Xingu lud nun die Bevölkerung von Koblach ein, seinen Geburtstag mit ihm gemeinsam zu feiern. Musikkapelle, Chöre, Freunde, Verwandte und der Koblacher Xingu-Verein kamen am vergangenen Freitagabend zusammen, um gemeinsam mit Bischof Erwin Kreutler seinen 80. Geburtstag nachzufeiern. Der Blick wird nicht nur auf einen runden Geburtstag, sondern auch auf Kreutlers Leben und seine großartigen Projekte in Brasilien gerichtet. 80 Jahre angehäufte Jugend, beschreibt es der gebürtige Koblacher selbst und ist berührt über diese ganz besondere Ehrung. Ja, für mich ist das etwas ganz Besonderes. Ich bin unendlich glücklich, dass man das so gemacht hat. Und es ist viel Aufwand dahinter gesehen. Und so habe ich das also wirklich herrlich empfunden, dass man aus Anlass vom 80. Geburtstag, dass man da so ein Festchen macht. Ja, wie die Leute mitmachen, das ist für mich berührend und das ist einfach schön. Und das sind Leute, die ich von meiner Kindheit her schon kenne, die meisten, die da sind. Und das ist einfach schön, dass man da beieinander ist und man fühlt sich einfach wohl dahinter. Weil wir gehören da zusammen. Und das ist mein Heimat dort. Da bin ich auf die Welt gekommen und ich komme jetzt mal gerne wieder her.
Frisch zurück von einer langen Romreise gab es auch einiges rund um die Amazonien-Synode zu berichten. Vielen Fragen und Antworten stellte sich der Vatikan in der Versammlung, um neue Wege in der Kirche zu besprechen. Bischof Kreutler fordert dabei große Schritte für eine ganzheitliche Ökologie. Amazonien ist ein Thema, das wird einfach nur mal wegstärker gehabt. Weil man spricht jetzt, redet jetzt sehr viel vom Klimawandel und Amazonien, wenn Amazonien nur mal ist, dann ist es eine Katastrophe mit apokalyptischen Folgen. Das ist eindeutig und das ist heute schon wissenschaftlich erwiesen. Die Synode hat Türen aufgemacht, die man nur mal schließen kann. Ebenfalls besprochen wurde in der Synode die Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Da hat die Region in Brasilien eine vorreitende Rolle inne. Ebenso im Fokus stand an diesem Abend auch sein Herzensprojekt. Ein Haus für Mütter und Kinder im brasilianischen Amazonasgebiet. Eine Anlaufstelle für werdende Mütter, die vor Ort auf die notwendige Vorsorge und Hilfe angewiesen sind. Wenn es uns daher noch besser geht, dann sind wir irgendwie im tiefsten Herzen noch verpflichtet, mit anderen Leuten, denen es nicht so gut geht, geschwisterlich zu teilen. Das Haus für Mutter und Kind ist nur lebensfähig, wenn wir die Hilfe, die Mithilfe von guten Leuten und die Großzügigkeit von guten Leuten haben. Ein Dienst am Leben, den er auch weiterhin voll und ganz verfolgen wird. Für die Zukunft wünscht sich Erwin Kreutler vor allem eines: ein gelingendes Miteinander auf Augenhöhe. Werfen wir noch einen Blick auf die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Kulturhauptstadt 2024 am Tag der Entscheidung. Vorarlberg-Teamchefin Bettina Steindl berichtet von der letzten hochprofessionellen Jurybegegnung. Beim Strafprozess in der Causa Häusle wegen illegaler Mülldeponien werden die beiden ehemaligen Geschäftsführer von mehreren Zeugen belastet. In Bludenz gibt es Überlegungen, der Stauproblematik während der Wintersaison Einhalt zu gebieten. Ob sich ein saisonales Abfahrtsverbot nach Tiroler Vorbild umsetzen lässt, soll in den kommenden Wochen geklärt werden. Das war die heutige Ausgabe von Ländle TV, der Tag. Gleich sehen Sie noch eine neue Ausgabe von Schon gewusst. Diesmal gibt es Wissenswertes über die Firma Head. Danach gibt uns das Kachelmann-Wetter die Aussichten für die nächsten Tage. Danke, dass Sie dabei waren. Bis morgen wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Schon gewusst, dass der Flugzeugingenieur Howard Head, als er 1947 das erste Mal auf den Skiern stand, enttäuscht war über das schwere Material? Er machte sich sofort daran, seine eigene Vision vom idealen Ski umzusetzen und gründete 3 Jahre später seine eigene Skifirma. Schon gewusst, dass genau diese Skifirma 1969 das erste Mal in Kennelbach eröffnet wurde und mit Made in Austria die Abfahrten eroberte? Schon gewusst, dass es für Head nach längerem Besitzerwechsel schließlich ab 1995 wieder aufwärts ging? Mit einem Rekordumsatz von über 400 Millionen Euro wurde der Konzern letztes Jahr wieder ganz an die Spitze geholt. In der Nacht zum Dienstag ist häufig mit Schnee und Regen zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 900 Meter. Zum Morgen hin sinken die Temperaturen auf plus 2 Grad in Bregenz und bis auf minus 3 Grad in Waadt. Der Tag startet dann trüb mit Schnee und Regen im ganzen Land. Die Schneefallgrenze liegt weiterhin zwischen 600 und 900 Meter. Im Laufe des Vormittags lassen Schnee und Regen nach und im Rheintal ist es mittags oft schon trocken und Richtung Bodenseeraum kommt es auch zu ein paar Auflockerungen. Nachmittags zieht sich der Schneefall Richtung Arlberg und Montafon zurück und lässt auch hier merklich nach. Sonst ist es oft trocken mit vielen Wolken und kaum Auflockerungen. Von der Nacht auf Dienstag bis zum Dienstagabend fallen auf den Bergen oberhalb von 1000 Meter oft 10 bis 30 Zentimeter und es ist somit hier mit winterlichen Bedingungen zu rechnen. Die weiteren Aussichten: Der Mittwoch startet zunächst mit Schnee und Schneeregen bis ins Rheintal. Stellenweise kann es auch im Rheintal anzuckern.